Also die Grundidee von unserem Projekt war natürlich, die Firma Heinz Glas, die auch den Stein angestoßen hat für dieses Projekt, hatte Niedertemperatur zur Verfügung. Und zwar reden wir da von 35 bis 38 Grad Vorlauf. Wenn man sich das vorstellt, normale Betriebe heizen ungefähr mit 65 bis 75 Grad Vorlauftemperatur, also haben wir weniger wie die Hälfte. Und die Aussage war natürlich, was können wir mit dieser Energie anfangen, um irgendwelche Lebensmittel zu produzieren. Dann kam man natürlich drauf, okay, wir machen Gewächshausanlage, machen wir Tomaten, Gurken, aber das wäre nicht so gefördert geworden. Und dann haben wir uns überlegt, gut, wir machen mal was Außergewöhnliches im Frankenwald, wir ziehen tropische Früchte. Somit kam die Idee, wir haben energetischen Müll zur Verfügung, also diese 35, 38 Grad Vorlauftemperatur. Und diesen energetischen Müll muss jetzt nicht mehr elektrisch abgelüftet werden durch den Industriebetrieb, sondern wir ziehen uns das über einen Wärmetausch in unsere Gewächshäuser. Aus diesen 35 bis 38 Grad bekommen wir ca. 23 Grad Raumtemperatur. Auch wenn wir ein Tropenhaus sind, wird es im Winter nicht wärmer sein wie 23 Grad. Deswegen war natürlich auch die Sortenauswahl der Pflanzen für uns explizit wichtig. Wer verträgt es überhaupt und wo kann man überhaupt wirtschaftlich bei uns sowas anbauen? Dann haben wir natürlich die Universität Bayreuth als Forschungspartner mit dazugenommen, haben eine gewisse Sortenauswahl getroffen, wo wir uns vorstellen können, dass zukünftig in Deutschland, wo wir viele Industriebetriebe auch in Bayern haben, mit diesen Abwärmeaufkommen, was können wir anbieten, dass wir später Wirtschaftlichkeit erreichen. Dann haben wir auf der einen Seite hier die Naranjilla. Das ist eine Frucht aus Südamerika, die ist verwandt mit der Tomate und der Aubergine, dass sich das ungefähr jeder vorstellen kann. Und die Naranjilla ist bei uns auf dem europäischen Markt nicht erhältlich. Hintergrund ist, durch die Verwandtschaft mit der Tomate reift die auch nur an der Pflanze aus. Hat zur Folge, man sieht es eigentlich hier schon ein bisschen deutlich, die Druckstellen, wenn die vollreif ist, ist die sehr druckempfindlich. Jetzt wäre natürlich ein Transport nur mit dem Flugzeug möglich. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass ich eine Steige Tomaten mit dem Flugzeug von Südamerika auf München zum Flughafen bringe, ist das ja ein bisschen ein wirtschaftlicher Unsinn. Die Frucht an sich ist aber unheimlich vielfältig und unheimlich gesund. Also wir haben auf der einen Seite viel Vitamin C, viel Vitamin A, aber vor allem unheimlich viel Beta-Carotin. Und das ist natürlich eine Frucht, wenn wir die auf dem europäischen Markt oder auch gerade auf dem deutschen Markt etablieren können, ist das schon mal eine Nahrungsergänzung, wo wir so gar nicht haben können. Wir haben jetzt hier auch mal aus allen Sachen Marmeladen gemacht. Wir haben jetzt auch in der Forschung die Maracuja. Die Maracuja wächst ziemlich gut. Dann das hier ist jetzt zum Beispiel Marmelade von dieser Naranjilla. Und neben diesen zwei haben wir natürlich dann noch Papaya, Saphoden, also auch viele Sachen, wo ich sag mal, der heimische Bewohner in Bayern eigentlich gar nicht kennt, außer er macht in Thailand Urlaub und isst im Hotel am Obstbuffet sowas, aber dann weiß er auch nicht, wie das heißt. Und wir haben einfach versucht, wenn wir schon so besondere Wärmeübergabe haben, dann müssen wir auch besondere Produkte ziehen. Und deswegen haben wir uns für tropische Früchte entschieden. Es ist auch vollkommen klar, dass mit vielen Früchten keine Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Also wie jetzt Bananen unter Glas zu ziehen, ist wirtschaftlicher Unfug, ist vollkommen klar. Das ist für uns zum Beispiel, wir haben zwar 17 Sorten Bananen, das ist aber wieder für uns mehr für die Jugend- und Erwachsenenbildung, um einfach auch zu sensibilisieren, muss ich unbedingt Bananen essen, weil da schaut es ja auf die Plantagen in die Ursprungsländer meistens aus wie bei Hembits und dem Sofa. Und wir möchten aber jetzt auch mit Bioland, sind wir jetzt gerade in einem Zertifizierungsvorgang, zu sagen, was kann man wirtschaftlich bei uns produzieren, aber gleich mit dem Hintergrund, dass sowas später biozertifiziert werden kann. Also geht es darum, Substratauswahl, nur Nützlingseinsatz, ohne Spritzmittel. Und das ziehen wir eigentlich seit einem Jahr knallhart durch. Wir sind natürlich die Ersten, wo sich absolut blaue Augen, blaue Nasen und blaue Flecken holen, weil es noch nie jemand gemacht hat. Wir können natürlich auch niemanden fragen, wie funktioniert das im Gewächshaus. Es gibt keine Referenzobjekte, weil wenn ich jetzt jemanden im Ausland frage, in Thailand, wie baust du zum Beispiel Maracuja an, dann erzählt er mir das, sage ich, prima, kann ich bei mir nicht machen. Also ist das jetzt noch ein bisschen ein Prozess, aber ich kann sagen, im ersten Standjahr von unseren Maracujas, und das waren lediglich 20 Pflanzen, haben wir schon fast 250 Kilo Maracujas runtergeholt. Und das war das erste Standjahr. Jetzt kommen wir ins zweite Standjahr und auch in die Ursprungsländern tragen Maracujas erst ab dem zweiten Jahr. Das gleiche ist mit den Papayas, die schauen bei uns eigentlich wunderbar aus. Wir haben jetzt natürlich das Problem, das fehlende Sonnenlicht. Wir sind jetzt im Kurztag, im Winter, also weniger Sonne wie im Sommer, dann reifen die Früchte natürlich nicht so schnell.
Aber, das kann ich jetzt schon sagen, eine Belichtung, wie es jetzt die Holländer mit Tomaten machen, wäre in Deutschland wirtschaftlicher Unfug aufgrund des Strompreises. Und deswegen muss man so die gesunde Mischung finden, welche Kulturen, also unser Ziel ist immer, dass wir sagen, okay, wir etablieren in der deutschen Produktion oder in der bayerischen Produktion zwischen 5 und 6 Kulturen, die ohne Belichtung mit wenig Energie Sinn machen, aber zeitgleich einen CO2-Ausstoß verringern, weil wir es nicht mehr importieren müssen oder einfliegen müssen. Weil allein unsere Anlage nur durch das, dass wir Heizkosten vermeiden, also jetzt fossile Brennstoffe nicht hernehmen, sondern wir nehmen ja diesen energetischen Müll von der Firma Heinz, haben wir schon die Möglichkeit, nur dadurch zwischen 400 Tonnen CO2 einzusparen. Und es entspricht ungefähr von Frankfurt auf Sydney 70 Mal hin und zurück der Flug. Es ist nur die Vermeidung von der Heizung. Dann kommt natürlich der Produktnutzen noch dazu. Weil wir könnten uns fast brüsten, CO2-neutral zu produzieren, vielleicht teilweise sogar positiv, weil die Pflanzen bei uns ja auch assimilieren und CO2 binden und verarbeiten. Das kann natürlich wieder zur Folge haben, dass dieser berühmt-berüchtigte CO2-Footprint hier auf Null ist, selbst wenn sich andere Länder brüsten, dieses Go Green, wir versenden sehr CO2-neutral und so, konnte Produktnutzen bei uns trotzdem höher sein. Das zu belegen, dauert natürlich noch 1-2 Jahre. Das nächste, warum auch die Förderung ausgesprochen wurde, war jetzt nicht nur die Verwendung dieser Niedrigenergie, sondern bei uns in der Anlage betreiben wir dieses sogenannte Polykultursystem. Wir haben in unserem Gewächshaus eine Fischzuchtanlage integriert. Da produzieren wir Tilapien. Also Tilapien ist afrikanischer Barsch. Der hat zwar durch die Asiaten ein bisschen einen schlechten Ruf, aber wir versuchen natürlich auch unter deutschen Standards zu produzieren, nicht unter asiatischen. Und diesen Fisch brauchen wir auch primär aus 2 Gründen. Wir müssen ja laut Fernwärmeliefervertrag das ganze Jahr, also 365 Tage im Jahr, die Wärme abnehmen. Jetzt kennt ja jeder diesen Begriff Treibhauseffekt, der kommt ja aus dem Gewächshaus. Im Sommer brauchen wir keine Abwärme. Aber so wie der Industriebetrieb mir zusichern muss, dass ich mindestens 35 Grad Vorlauftemperatur kriege, muss ich zusichern, dass ich nicht wärmer wie 30 Grad Rücklauf zurückschicke, weil sonst ist das ganze System im Eimer und die müssen trotzdem wieder elektrisch ablüften. Da ich aber im Sommer nicht die Möglichkeit habe zum Heizen, haben wir die Fische, weil diese Fische vertragen eben eine Wassertemperatur zwischen 28 und 30 Grad, wo sie am schnellsten wachsen. Wachstum ist für uns natürlich auch sehr wichtig, weil dieser Fisch wächst ab Geburt mit einem halben Gramm bis zur Schlachtreife zwischen 800 und 1000 Gramm, also wie jetzt durchgängiger Karpfen, hat er in ca. 9 Monaten erreicht. Also ist ziemlich schnellwüchsig. Der nächste Grund bei diesem Fisch für uns ist, wir verwenden nur dieses Fischwasser zum Gießen. Also wir ziehen das Gießwasser für unsere Anlage, auch für die tropischen Früchte, rein aus dem Biofilter. Das heißt für uns alle gelösten, ich nenne es jetzt mal Fäkalien des Fisches, mit den gelösten Nährstoffe bringen wir mit dem Schlauch in die Anlage aus. Also wir vergießen das per Hand. Hat natürlich einen Vorteil, es ist zurzeit noch in der Analyse, aber wir können wahrscheinlich primär auf Stickstoff- und Phosphordüngung verzichten. Hat natürlich wieder einen Vorteil, wir wissen ja alle, Phosphor wird immer weniger auf unserem Planeten. Und ich sage mal, dieses Konzept für Treibhausverbund ist ja schon 4000 Jahre alt, das haben uns die Ägypter vorgemacht, die Asiaten haben es vor 2000 Jahren verfeinert und wir verfeinern es halt 2000 Jahre auch wieder später. Und zur Wirtschaftlichkeit für unsere Anlage, ich sage mal, ab 2015 in der ersten Ausbaustufe können wir zwischen 8 und 10 Tonnen gemischtes Obst und Gemüse anbauen. Ich sage aber immer gemischt, weil wir pflanzen ja jeden Quadratmeter mit allem Möglichen voll. Das ist wie vergleichbar mit kleinen Bauerngärten in die Ursprungsländer, also keine Monokultur. Und die Fische können wir auch in der ersten Ausbauphase 2015 zwischen 8 und 10 Tonnen produzieren. Mit der Option zwischen 14 und 16 Tonnen ab 2016. Wenn man sich natürlich noch überlegt, an solche Anlagen noch Gastronomiebetriebe oder Ähnliches mit ranzuhängen, ist die Wirtschaftlichkeit durch die Selbstvermarktung selbstverständlich gegeben.